An den protestierenden Landwirten fährt Bundesklimaschutzminister Robert Habeck morgens vorbei. Bei den Gesprächen unter den neuen Windrädern der Bürgerwindkraft Fuchstal ist Agrarpolitik kein Thema. Stattdessen geht es um die Windkraft, um Netzausbau, ein Forschungsprojekt für Vogelschutz und Bürgerbeteiligung. Ich freue mich wirklich über die Begeisterung in Bayern für den Ausbau der Windkraft. Das ist ja nicht die Tradition, aber jetzt höre ich den Ehrgeiz, Bayern kann mehr und kann es besser. Die Gemeinde Fuchstal ist ein Vorreiter. Dabei waren am Anfang nicht alle begeistert. Windkraft, da konnte eigentlich bei uns im Dorf keiner was anfangen. Und jetzt haben wir halt die Erfahrung bei unserem bestehenden Windpark da drüben seit 2016. Haben also in die ersten 8 Jahre, was wir jetzt auszahlen, also mit dem Jahr 2023, ca. 100% der Einlage wieder auszahlt. Das heißt, nach 8 Jahren hast du praktisch dein Investitionskapital wieder heraus. An den 3 neuen Windrädern haben sich deutlich mehr Gemeindebürger beteiligt. Sehr wahrscheinlich sind das nicht die letzten Windräder, die im Fuchstal gebaut werden. Anschließend besuchte Minister Habeck in Garching bei München den Forschungsreaktor für Kernfusion. Die Forschenden des Max-Planck-Instituts sagten ihm dort, dass Kernfusion in etwa 20 Jahren saubere Energie liefern könnte. Weitere finanzielle Mittel sagte Habeck nicht zu. Auch dieser Besuch wurde von Protesten begleitet.